Ja, Hanne, soll ich jetzt von der Torte abbeißen oder wie ist das hier? Du musst aber, abbeißen. Ach, wenn du gerade essen kannst, dann machen wir da eine neue. Wenn du essen kannst, kannst du abbeißen, siehst du? Stück für Stück geht da weg. Was ist denn das eigentlich? Lamington-Kuchen. Was ist das für ein Kuchen? Ja, keine Ahnung. Einfach jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Ich habe ihn aufgegessen. Tut mir leid, der war einfach zu lecker. Es tut mir leid. Wenn du Bauchschmerzen kriegst vom ganzen Kuchen, ist dann dein Problem. Ja, das ist leider so. Aber von den Keksen esse ich jetzt nichts mehr. Da ist ja noch eine Torte. Ja. Was ist das denn schon wieder für eine hier? Festlicher Benjamin. Kuchen. Nein, also ich muss jetzt, ich muss an meine Figur denken. Also das ist jetzt, da muss ich auch jetzt an meine Figur denken. Das ist jetzt, geht nicht. Na, okay. Dann ist das nächste Geschäft besser für dich. Mhm. Einfach da drüber. Ups, komm bei. Na. Obstladen von Hanne. Ja, hättest du mir das mal vorher gesagt, hätte ich meinen Hunger mit Obst gestillt, ne? Jetzt bin ich satt von der Torte. Ist vorbei. Nein. Ja, also Obst, Erdbeeren, alles da, was man so an Obst in dieser Welt hat. Also, ja. Oder relativ viel. Ja. Ananas sehe ich hier, Orangen, Äpfel, alles mögliche. Pekannüsse sind auch da. Mhm. Mangos. Also, die eine Seite sind halt Baumfrüchte und die andere sind Feldfrüchte, ne? Mhm. Schön hier am Fenster. Genau, Schaufenster. Moment, wir wollen ja hier mal... Soll ich mal eben... Ich glaube, ich mache mal eben wieder Tag, ne? Das ist immer so ein bisschen blöde, wenn man sich hier nachts bewegt. Oh, ein Zombie, der haut mich gerade. Der haut mich gerade. Danke, Hanne. Ja. Mach ihn platt. Er ist schon weg. Ich muss mich noch nicht mal verteidigen hier. Hanne macht alles für mich. Du gibst mir das Gefühl, dass ich hier völlig überflüssig bin. Nee, bist du nicht. Nein, ich wollte mir das Schaufenster angucken. Ja, dann schau dir das an. Und man hört auch... Ich muss es jetzt einfach mal erwähnen. Man hört auch, wie extrem Hanne hier arbeitet. Ihr Rechner macht laute Geräusche. Er muss wirklich sehr viel tun, um das hier alles zu erschaffen. Und ja, deswegen hört man den Rechner auch immer so. Ja. Aber das ist ja okay. So. Dann komm in mein neues Projekt, wenn du magst. Ein paar Kleinigkeiten mache ich dann noch danach fertig. Hm. Ach, das ist das Haus. Das okay. Große neue Haus habe ich jetzt hier gebaut. Da bin ich dabei, also. Schöne Fenster erstmal. So gut wie fertig mit so einem kleinen bisschen Deko-Sachen, noch ein paar Bilder und so. Das müsste eine Bibliothek sein. Ja, das ist eine Bibliothek. Ja. Das soll eine sein. Ja, genau. Hast du auch mit dem Schiesel hier die verschiedenen Bücherregale geschisselt? Oh, die Treppe auch sehr schön. Ist das quasi ein roter Teppich? Sieht jedenfalls so aus. Ja, sieht so aus. Leute, ne? Was ist das denn hier für eine... Es ist ja eine gespenstische Bücherecke hier. Das ist die Horrorecke. Ach, die Horrorecke. Ja. Die Horrorecke. So sieht sie auch aus. Aber für eine Horrorecke ist das noch zu hell hier. Ja, naja. Also, das ist eine saucoole Idee, aber da würde ich Kerzen hinstellen. Da würde ich echt, also wenn ich das jetzt, wenn ich das bauen würde, da würde ich noch ein paar Kerzen hinstellen und ein paar Lampen wegnehmen. Ich glaube, dann ist das noch gruseliger. Kann ich auch noch austauschen. Und oben auf dem Dach ist auch noch eine Ecke zum Lesen, wenn man dran anders in der Sonne sitzen will. Sehr cool. Geht noch eine Leiter hoch. Dann gehen wir die auch nochmal nach oben. Wo ist denn die? Hier hinten in der Ecke. Wo ich bin. Ach, da, okay. Ja, nochmal einmal hier von hier aus gucken. So, jetzt gehen wir mal hoch. Und gucken nochmal da oben, was es da noch so gibt. Ach so, da ist eine Klappe. Ja. Moment, jetzt musst du einmal erstmal rauf, weil sonst sehe ich hier nichts. So. Ah, bist du unten wieder runtergefallen. Ah. Irgendwie, ich komme hier irgendwie nicht hoch. Das jetzt hier. Oh, dann hau einfach mal da oben Tor, die Klappe weg oder so. Ah, okay. Huch, jetzt wäre ich fast runtergefallen. Oh. Ach, das ist der Lesegarten sicherlich. Ja, hier kann man in aller Ruhe seine Bücher... Wieso komme ich denn hier nicht mal raus? Jetzt bin ich raus. Also wenn du hochkommst und die Klappe zumachst, dann kommst du nach oben. Ja, so, da blaue Sitze. Ah, blaues Holz. Ich liebe blaues Holz. Ich finde blaues Holz so schön.
Von hier aus sehr schöner Blick über die ganze Stadt. Also, wie groß diese Stadt jetzt ist, ne? Ja. Das ist doch immer noch, es ist doch immer noch eine Stadt, ne? Es sind jetzt nicht mehrere Städte, die sich irgendwie miteinander verbinden, sondern das ist eigentlich eine Stadt immer noch, ne? Eine Stadt jetzt hier, ja. Wie heißt sie eigentlich, Hanne? Das musst du. Also, hat noch keinen Namen. Die also da müsstest Namen. Du eigentlich einen Namen für vergeben. Das kann ich nicht tun. Das ist deine Stadt hier. Ja, dann muss ich mir was überlegen. Wenn du Lust hast. Muss ich mir was dafür überlegen, ja. Und hier hinten, wenn du schaust, ganz links, da ist noch das Blockhaus und ein Fischkiosk dazu. Da gibt's Fisch da hinten. Frisch gefangen und gebraten. Wo hier, meinst wo ich du jetzt? Stehe, wenn du an dem Berg links vorbeischaust. Ah, okay. In der Fahne dahinter. Ich ach, da hinten, dieses, ja. dieses kleine Haus mit dem Steg. Ja, da das ist eine Fischfalle und da. Das habe ich abgeschaut bei jemandem, der Minecraft spielt. Da hat auch eine Blockhütte gebaut und. Ja, ja, cool. Das ist auch neu oder ist das schon länger da? Das steht schon eine Weilchen auch da. Steht schon länger, okay. Ja, ja, das habe ich auch gebaut, ja. Mhm. Das wollte ich halt. Habe ich bei ihm gesehen, ich weiß nicht, ist der Zordan ein Begriff von YouTubern? Im Moment nicht, nein. Oder Opa Zeron? Opa Zeron, ja, den habe ich ja, schon mal gehört. Ja, und der ist in Opa Zeron sein Trupp bei Minecraft. Ah, okay. Ne? Der macht ja Minecraft und auch Pressing Walls, der Opa Zeron. Was sind das hier eigentlich für ein Wahnsinnsgebirge hier, was sich hier auftut? Was sind da alles für verschiedene Gesteine drin? Ist einfach so. Ne? Riesiges Gebirge. Schöne Ecke. Also vor allen Dingen der Wald da hinten, ist das ein Schwarzeichenwald? Kann das sein? Nee, das sind Fichten da hinten. Da stehen Fichten rum und dahinter ist noch eine große Ecke, also ein richtig hoher Wald. Nach dem Berg kommt ein richtig hoher Wald noch. So was ähnliches wie bei Linus in der Ecke, so ein Wald kommt da noch dann. Ah, ich höre das wohl. Du kennst dich hier aus. Du kennst dich hier aus. Ja, wir waren schon hinterm Berg, ja. Ja, klar. Ja. Sehr nice, würde ich sagen. Finde ich schon richtig schön. War das jetzt, sind wir am Ende der Führungsrunde? Wenn du zur Fischerhütte nicht noch möchtest, dann sind wir fertig. Ja, wir können noch mal eben dahin laufen. So, wenn du Lust hast. Ist ja nicht weit. Ist ja nicht weit. Nee. Ist ja nicht weit. Bin ich wenigstens, Moment, die Klappe muss ich aber zumachen. So viel Zeit muss sein. So. So viel Zeit muss sein. Aber echt, diese Horrorecke, die ist echt stimmungsvoll. Da würde ich wirklich noch ein paar Kerzen hinsetzen. Von diesen schönen großen Kerzen, die auf den Tischen sonst standen. Ja, die nehme ich dann noch Kerzen. Kann man an der Wand, sind sie ein bisschen kleiner, wenn man sie an der Wand macht. Da sind sie nicht gar so riesig. Ja, aber die könnte man ja zum Beispiel auch auf den Tisch stellen oder so. Ja, aber da sind die Tische immer so klein für. So, ich nehme jetzt mal einen Apfel mit. Also ein bisschen nach dieser Torten. Ja, nach dieser Torten-Geschichte muss ich mich jetzt ein bisschen gesund ernähren. Das ist ja sonst kriege ich ein schlechtes Gewissen, was meine Figur angeht hier. Ja. Granaten, ich denke gerade, wieso sind die so rot? Das sind Granatäpfel. Ja. Die sind doch eigentlich sehr süß, ne? Granatäpfel? Ja, die sind sehr süß, ja. Ich habe lange keinen Granatapfel mehr in RL gegessen. Real Life. Ich laufe richtig, ne? Ja, du läufst richtig ein kleines bisschen die Treppe hoch. Dann kommt ein Weg, der führt dorthin. Da, Fischbereich. So, hier zwischen der Hecke hier durch. Kiesweg. Moment, ich muss immer so ein bisschen auf Kleinigkeiten hier achten. Luke des Zimmermanns. Irgendwie fällst du, also mit dieser Rüstung, ne, wenn du zwischen Gegenständen oder Häusern stehst, die ein bisschen gelb oder rötlich wirken, dann fällst du fast gar nicht auf irgendwie, ne? Ist doch schön, ne? Du kannst dich also sehr leicht verstecken, obwohl du ja eigentlich knallig rot bist, aber wenn insgesamt grelle Farben da sind, dann fällst du gar nicht auf. Und qualme wie ein Junkie, ne? Ja, so ungefähr, genau. Ja, okay, dann folge ich dir wieder. Na dann komm. Ein kleiner Pfad ins Grüne. Ein kleiner Pfad ins Grüne. Überall Laternen des Zimmermanns. Links und rechts. Was ist das denn? Warte mal, das kenne ich auch noch nicht hier. Nee, das ist ein Kiosk bei dem Fisch. Den habe ich gebaut, habe mich selber ausgedacht. 9.10., der ist noch gar nicht so alt. Nee. So, ich setze mich erst. Ah, wieso ist denn da eine grüne Fackel über mir? Weil ich die grün gefärbt habe. Weil ich die grün gemacht habe, die Fackeln.
Ist hier ein Baum reingewachsen oder was ist das hier? Nee, ich hab Laub als Deckel genommen und das wächst oben durch. Das sieht aus, wie wenn es durchwächst. Ja, genau. So sieht's aus. Durch die Baumstämme geht das durch, ja, irgendwie. Und alles gebratene Sachen hier im Regal. Ich sehe schon. Guck einmal, gebratener Fisch. Was haben wir da denn? Gekochte Schildkröte. Ob die wohl schmeckt? Hast du das schon mal gegessen, sowas? Nein, habe ich nicht. Oh, ich mag ja Muscheln, ne? Das ist eine Muschel hier. Also Muscheln mag ich ja wohl. Die könnte ich ja auch, da könnte ich ja auch richtig viele von essen, ne? Garnelen, ja. Muscheln habe ich auch schon nicht gegessen. Hanne, gerate mal, was ich gerade kriege. Hunger. Genau. Was war das jetzt? Ich kann mich schon gar nicht mehr konzentrieren hier. Gekochte Jakobsmuscheln. Gekochte Schnecken. Oh, das ist alles. Obwohl, Schnecken, weiß ich nicht, wie die schmecken. Habe ich, glaube ich, noch nie gegessen. Tintenfisch. Cool. Lachs. Ja, klar. In diesem Kiosk werde ich, glaube ich, des Öfteren mal einkehren. Und hier ist das, wo die Fische alle gelagert werden. Blockhütte von Hanne. Genau, da sieht man jetzt immer... Hat man so ein bisschen die Chronologie, wann du was gebaut hast, ne? Also erst hast du diese Blockhütte gebaut und dann daneben den Kiosk, ne? Ja, genau. Also erst diese ganzen rohen Sachen hier lagern quasi und dann kochen, zubereiten und ab ins Kiosk damit. Ja, genau. Mhm. Eine kleine Pflanze. Hier kann man sie auch nochmal hinsetzen. Ja. Das sieht auf jeden Fall sehr rustikal aus. Rustikale Bauart. Hier ist noch der Steg. Ach, das war der Steg, den wir gesehen haben. Ja, den haben wir gesehen. Den haben wir gesehen. Ah, da hinten ist der Big Ben, der über alles hier wacht. Ja, jetzt ist er gerade verschwunden. So weit kann ich gar nicht gucken. Ne, der ist gerade so, ich habe das jetzt von der Einstellung so, dass das gerade so eingestellt ist, dass man den nicht mehr sieht. Wenn ich jetzt ein bisschen näher rangehe, dann sieht man den. Ja. Inzwischen ist das KC auch fertig, ne? Ist das was fertig? Das KC, was das Sven noch mit mir gebaut hat, bevor er dann... KC? Ja, bei McDonald's gegenüber war damals, als du McDonald's aufgenommen hast, war das noch eine Baustelle. Das ich weiß zurzeit nicht, was KC ist. Was ist das? Das ist irgendwie sowas ähnliches wie McDonald's, halt nur alles mit Geflügel. Ach, Kentucky Fried Chicken meinst du? Kann sein, KFC meinst du? Ach so, okay. KFC, Kentucky Fried Chicken, das meinst du? Ach so, da bin ich auch letztens gewesen. Übrigens, ich glaube, ich hatte das sogar erwähnt, als wir unsere letzten Folgen gemacht haben zusammen, da bin ich direkt nach den Folgen zu Kentucky Fried Chicken gefahren. Ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber das war jetzt zufällig in der Nähe, deswegen bin ich da hingefahren. So. Ja, ja. Okay. Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollen wir jetzt machen? Ich weiß nicht, willst du noch was machen? Nee, wir sind fertig eigentlich, ne? Entweder willst du noch reingehen in den schicken Laden oder noch nicht. Ist der hier jetzt oder was ist das? Nee, das große hier vorne, das große weiß-blau hier. Gleich hier vorne auf dem Ist Beet. Das Ding jetzt, genau, das war letztes Mal noch im Bau, ne? Das war noch im Bau, das ist jetzt auch fertig, ja. Das ist jetzt fertig. Ja. Stimmt, das hatten wir nämlich noch nicht, das hatten wir, da habe ich mich nämlich nur gewundert, wie groß das Ding ist. Ja. Ich habe da gerade eine Katze gehört, glaube ich. Ja, da sind Katzen in meinem Katzenhaus. Jawoll. Wow, was sind denn das für Lampen hier? Das ist eine Glowstone. Glowstone an Ketten aufgehängt? Ja, geschisselt, ja. Und an Ketten aufgehängt. Mhm. Die schwarzen Ketten kann man zum Aufhängen nehmen oder zum Hinstellen, Laternen draufstellen. Übrigens, Laternen draufstellen. Sehr cool, dass ich gerade bei KFC eine McDonald's-Tüte in der Hand halte. Na sowas. Kannst du das sehen? Auch noch von der Konkurrenz, ja, ich sehe es, ja. Auch noch von der Konkurrenz. Okay, also. Übrigens, falls jetzt der eine oder andere sagt, dass wir hier irgendwie Product Placing machen. Nein, es ist kein Product Placing. Es ist einfach nur da. Ja. So. Hier ist alles mit Geflügel gemacht. Auch die Burger und hinten das Essen ist alles mit Geflügel gemacht. Ja, alles mit Geflügel gemacht, genau.
Da hinten haben wir noch die Küche wieder. Die Küche, genau, zum Zubereiten der ganzen Sachen. Dann haben wir hier so eine schräge, keilförmige Rampe des Zimmermanns dafür verwendet. Ja, sieht so ein bisschen ähnlich aus wie bei McDonald's, ne? Ja, ne, sieht so ähnlich aus. So ein bisschen ähnlich. Gut, die sind ja alle so ein bisschen ähnlich, ne? Also ja, das ist schon... Aber sieht sehr, sehr cool. Hier möchte man sich auch gern hinsetzen und einfach essen. Also das ist schon... Nur auf diese Bänke kann man einfach nicht sitzen, nicht wirklich. Aber ich wollte nicht wieder Tische machen wie bei McDonald's. Ich wollte, dass es ein bisschen anders aussieht. Ja, wieso auch nicht? Ja. Kann man da noch irgendwie hochlaufen? Nee, nach oben geht's nicht. Aber das war doch so ein hohes Gebäude. Ja, aber da oben, da drum ist leer. Da ist nichts drin, ist zugemacht. Kann man da rein? Nee. Nee, da kann man nicht rein. Das ist einfach nur so Deko oben drauf auf dem Haus. Ach, das ist einfach Deko nur. Ja, okay. Deko auf dem Haus, ja, ja. Ist das ein riesiger Hohlraum oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, das ist ein großer, ist ein Hohlraum eigentlich da oben. Ja. Ist der ausgeleuchtet? Ja, ist alles sicher gemacht. Sonst könnte man den ja als Spawner benutzen. Ja, ist alles sicher gemacht. Ja, cool. Ja, das muss, also der Hohlraum ist auch nicht ganz klein, glaube ich, ne? Wenn ich mir das... Oh, jetzt werde ich gerade angerufen über Skype. Ich gehe mal hier ins Haus. Jupp. Papi, wie weit sind wir? Ja, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Schönen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Ja, ciao. Tschüss.